Jetzt freust dich, hä? Servus zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ganz andere Tageszeit. Wir haben heute Donnerstag. Ich mache heute eine Feierabendtour. Wir haben 16 Uhr, ja, 10 nach 4. Und ich würde behaupten, das ist der kürzeste Weg auf den Gründen. Falls es nicht so ist, bitte in die Kommentare, aber ich glaube schon. Heute ist wieder der Jaxi mit dabei. Wir haben jetzt hier bei der Alpe Kammereck geparkt. Auf dem letzten Parkplatz oben. So, habe ich jetzt angeschrieben, an der Dreiviertelstunde. Heute ist noch ein schöner später Nachmittag. Bisschen diesig ist heute, aber das liegt an dem Sahara-Sand, der in der Luft ist. Bis jetzt ist Teerstraße. Jetzt geht auch noch weiter auf der Teerstraße. Ich schätze mal, bis zur Hütte wird Teerstraße sein. Bis zur Gründenhütte. Sexy? Ich habe mir gedacht, oh, das kann ich hier öfters machen, aber wo ich die Straße hochgefahren bin, überlege ich mir das, glaube ich, nochmal. Die ist echt scheiße mit dem Auto zum Fahren. Da muss man hoffen, dass keiner entgegenkommt, so eng ist die. Lange her, wo ich letztes Mal oben war. Da gab es sie noch gar nicht, Jaxi. Bevor ich los bin von daheim, habe ich auf der Webcam geschaut oben. Da war es noch nicht so diesig. Bin mal auf den Sonnenuntergang gespannt, ob wir da was mitkriegen oder nicht. Gell, Jaxi? Und da oben kommt der Schnee. Sexy Schnee, da freust du dich wieder. Ich glaube, heute muss der Sexy, ist der Sexy ein bisschen langsamer.
Heute hätte ich Power, gell? Wo ich seit 4:30 wach bin, aber gut, Jaxi hatte heute auch schon 2 Gassi-Runden und im Garten war auch schon. Irgendwann ist die Power halt mal vorbei. Aber wenn er gar nicht mehr mag, entweder drehen wir um und ich trage ihn dann, je nachdem. Das machen wir spontan, gell, Jaxi? Ja. Toll, oder? Freust du dich? Jetzt freust du dich, hä? Du hast die ganze Autofahrt vergessen, gell? So, jetzt sind wir bei der Gründenhütte. Knapp 50 Minuten haben wir gebraucht. Mega. Das Stück jetzt sehr steil war und beim Hochgehen schon, also jetzt nicht glatt, aber ziemlich eisig, ziehe ich mir jetzt für das letzte Stück auf jeden Fall noch die Grödel an, weil die brauche ich zum Runtergehen auf jeden Fall, weil wenn es kälter wird, dann wird es eisiger. Ich glaube, die Mädels, die sind umgedreht, die wollten glaube ich auch hoch, aber ich habe gesehen, die haben keine Grödel angehabt, die haben wahrscheinlich keine dabei gehabt. Also Grundausstattung im Winter, Grödel. Gell, Jaxi, du hast deine schon eingebaut. Geht's weiter. Jetzt haben wir gar nicht mehr so lange Zeit bis zum Sonnenuntergang. Mit meinen Spurten.
Also Bäckerl, gibt noch einen Schnapsal auf euch. Also, ich mache mich jetzt auf den Unterweg, habe mich extra beeilt, dass es noch nicht ganz dunkel ist. Ich habe zwar Grödel, aber es ist doch hier ein bisschen tricky mit Absturzgefahr und so, deswegen möchte ich das machen, wenn es noch einigermaßen hell ist. Also ohne Grödel eher nee, mit Grödel yay. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein paar schöne Aufnahmen. Also mit Grödel geht das supi. Habe ich das wie geplant? Hat das geklappt? Sehr schön, bevor es dunkel wird, dass ich da runter bin. Beim schwierigen Teil, weil jetzt kommt dann eh bloß noch, jetzt ist gleich der Schnee zu Ende, dann kommt die Teerstraße wieder. Aber Grödel sind auf jeden Fall Gold wert. Sind es gerade noch zwei hochkommen, habe ich gerade an der Gründenhütte getroffen. Ich habe mich gefragt, ob es ohne Grödel geht. Ich habe halt gesagt, ja, eher schlecht. Und die waren dann sehr vernünftig, haben gesagt, nee, dann machen wir es lieber nicht. Das finde ich super. Also sowas lobe ich mir doch im Bergsport. Man muss auch aufgeben oder zurückstecken können. Wenn nur so ist es sicher. Mal was sieht. Aber schöne Abendstimmung noch. Also so ein Sonnenuntergang hat auf jeden Fall auch was. Ich glaube, das werden wir jetzt auch öfters machen, Jaxi, so Sonnenuntergänge. Schon geil. Ja, ich bin schon begeistert. So, ich bin wieder im Auto. Ich bin zwar ziemlich dunkel, aber ihr könnt mich wenigstens ein bisschen sehen. Das war eine sehr coole Sonnenuntergangstour. Ich bin froh, dass ich sie mitgefilmt habe für euch, dass ich die schönen Bilder festhalten konnte. Dann hoffen wir, euch hat es auch gefallen. Die ganzen Daten blende ich wie immer ein. So eine coole kleine Runde. Ich mag große Runden, aber ich mag auch diese kleinen knackigen, wo man schnell nach dem Feierabend oder so in der Früh schnell machen kann. Die mag ich auch voll gern. Genau. Ja, lasst doch ein Abo da, einen Daumen, das wird uns freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Die Vorschau sieht es ja dann. Ich denke ja. Bis dann, pfiat euch. Also das ist ein Gipfel. Ich glaube, der ist für jeden machbar.